Normalerweise sitzen die rund 70 Angestellten der Santander Bank in schicker Kleidung an ihren Schreibtischen und wickeln Bankgeschäfte ab. Heute sieht das aber ganz anders aus. Im Rahmen der weltweit durchgeführten Santander-Woche engagieren sich auch die Mitarbeiter der Mönchengladbacher Filiale 7 Tage lang sozial. In dieser Woche stehen eine ganze Menge Aktionen an. Heute sind aber die Kleinen an der Reihe. Ob Azubi oder Vorstandsvorsitzender, alle packen heute richtig an, um 11 Kindertagesstätten und Jugendeinrichtungen mit eigener Muskelkraft zu verschönern. Wir gehen also jetzt mit freiwilligen Kollegen in 11 Einrichtungen in diesem Jahr und versuchen, den Kindern das Leben ein bisschen zu verschönern, Farben in den Alltag zu bringen. Und für uns ist das auch mal eine nette Abwechslung, dass wir mal so einen Kontrast zu unserem Bankleben sehen und sehen, dass es wichtig ist, in unsere Zukunft, in unsere Kinder zu investieren. Im Jugendfreizeitzentrum P12 in Reit stehen vor allem Streichen und Pflanzen auf der Tagesordnung. Für die Materialien bekam jede Einrichtung 500 Euro von der Santander Bank. Die Arbeitskraft der Banker gibt's umsonst dazu. Ja, für uns es ist wichtig. Für die Bank ist es wie eine Zusammenarbeit, eigentlich nicht Arbeit, eine Zusammenaktion für alle. Sodass wir etwas nicht normales Arbeit zusammen machen. Einige Wände im Inneren der Einrichtung haben ihre guten Tage schon lange hinter sich und sind mit ihrer weißen Färbung auch nicht besonders hübsch anzusehen. Die engagierten Banker machen dem jetzt ein Ende. Wurde scheinbar hier gestern diskutiert, welche Farbe man haben möchte, irgendwie über Grün und Gelb, was aber irgendwie schon ziemlich Neon abgegriffen ist, hat man sich dann für Orange entschieden, weil es eine sehr warme Farbe ist und eine sommerliche Farbe ist. Die Wände sind jetzt bunt und müssen trocknen. Eine Pause ist aber nicht drin, denn es gibt noch richtig viel zu tun. Der riesige Garten des P12 sieht auf den ersten Blick schon super aus. Gewisse Dinge fehlen hier aber noch. Und die hat die Santander Bank gesponsert. Mit dabei sind zum Beispiel Salatpflanzen, Trauben, Bananen und Tomatenpflanzen. Das Fantastische daran ist, dass Kinder mit sämtlichen Fragen und Antworten auch zu uns kommen und sich über Pflanzen unterhalten. Wir haben ja viele Kinder mit Migrationshintergrund und die bringen dann von Oma und Opa, Papa und Mama ihr Wissen mit und tauschen sich untereinander aus. Und das machen sie dann alles auch auf der deutschen Sprache, was wieder sehr gut ist, um das zu erlernen. Dank diesem Engagement wird es in der Erntezeit hier noch etwas gesünder zugehen. Und mit den bunten Farben an den Wänden macht den Kindern und Jugendlichen die Zeit in der Reiter-Einrichtung auch noch etwas mehr Spaß.